Krähe? Ah! Ah! Was ist denn los? Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Hab ich nicht. Ich mein, okay, hab ich. Du stehst ja da. Also hab ich dich technisch gesehen gefunden. Aber ich hab dich nicht gesucht. Das ist mein Nest. Sag jetzt nichts. Es ist ein Dach über dem Kopf. Naja, ein Teildach. Ein Dach, das mal eins war. Wo sind wir? Das ist das Journeyman Inn. Ich meine, war's mal. Früher. Jetzt ist es eine Ruine. Das Journeyman? Natürlich. Was ist mit der Wirtin? Benrim. Sie war nett zu mir. Tot und begraben, wie alle anderen, nehme ich an. Ich muss zugeben, dich hatte ich auch für tot gehalten. Als ich dich das letzte Mal sah, machte es Püff, weg warst du. Die Einzelheiten sind immer noch etwas verschwommen. An vieles vom letzten Jahr kann ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich nach deinem Verschwinden irgendwann in Zadir war. Bin eben erst nach Makuria zurückgekommen. Daher auch, naja, diese Absteige. Zadir? Heimat der Asadi. Diese gepanzerten Leutchen mit aufregender Gesichtsbehaarung und einer schrecklichen Allergie gegen Magie. Ich erinnere mich an die Asadi. Wenn du ein sprechender Vogel bist an einem Ort, wo man die Jagd auf Magische als Sport betreibt, Mann, ich kann dir sagen, ich bin... Später vielleicht. Ich muss einen Weg finden, hier rauszukommen. Hey. Erinnerst du dich, dass wir uns im Traum begegnet sind? Ich erinnere mich, dass ich letzte Nacht von dir Moment mal! Wieso kennst du meinen Traum? Es war auch mein Traum. Dringst du jetzt schon in meine Träume ein? Oh, oh, Gott der Raben! Hoffentlich weißt du nichts von dem mit den Hühnchen und... Hat Abnaxus noch etwas gesagt, nachdem ich fort war? Der Bucklige? Der aussieht, als hätte er bei der Verteilung der Hässlichkeit ganz laut gebrüllt? Ja, hat er. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte von dem, was er absondert. Aber es war sowas Ähnliches wie... Bring sie her. Du wirst sie hergebracht haben. Du wirst sie herbringen. Du hattest, hast, wirst... und so weiter. Ich glaube, im Grunde ging's um, naja, irgendwas mit irgendwen irgendwo hinbringen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Dieser Ort in dem Traum, wo ist der? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Ich hab was geträumt, das ist alles. Es war wie eine große weiße Leere. Hätte überall sein können. Ich schätze, das war der Nordpol? Das glaube ich kaum. Der Südpol? Abnaxus erwähnte die Kinder der Purpurberge. Die Oola? Nee, nie von gehört. Aber die Purpurberge, die sollten doch leicht zu finden sein. Oh, du weißt, wo die sind? Nein, aber komm schon, Purpurberge. Die meisten Berge sind grau oder weiß. Purpurne gibt's nicht gerade viele, sind doch sicher nicht schwer zu finden. Ja, nee. Klingt, als könnten wir dabei etwas Hilfe brauchen. Wir? Hör mal, keine Ahnung, wo dieses Wir plötzlich herkommt. Mir geht's alleine ganz prima. Außerdem kann ich ein weiteres Abenteuer definitiv nicht brauchen. Hat sich ausgeabenteuert. Von jetzt ab bin ich ein abenteuerunlustiger Vogel. Nein, geh du nur und such dir selber Hilfe. War nett, dich mal wieder zu... Abnaxus hat dir aufgetragen, mich hinzubringen. In einem Traum. Im Traum. Wenn ich jetzt anfinge, auf meine Träume zu hören, das wäre ja noch schöner. Das war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision. Träume, Visionen, Albträume, Halluzinationen. Die fallen alle unter die Überschrift wirklich dämliche Ideen. Tja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Also mache ich mich mal auf den Weg in die Purpurberge.
Da oben ist irgendwas Glänzendes. Krähe muss aus einem Grund hier sein. Oder ich bin aus einem Grund dort, wo Krähe ist. Das kann nicht nur Zufall sein. Ich meine, er ist in mein Traumvisionsdings geplatzt. Das bedeutet doch etwas. Hey Krähe, kannst du dir mal das Metalldings da oben anschauen? Was? Den Türgriff, den ich abmontiert habe, damit ich hier ungestört... Oh, verstehe. Im Ernst? Die junge Dame hatte einmal Türgriff bestellt. Kommt sofort. Ich dachte, du wolltest da bleiben. In diesem gottverlassenen Taubennest? Ich hab genug davon, wie ein Mückenfänger zu leben. Ganz ohne Abenteuer. Eine Weile hat's Spaß gemacht, aber jetzt will ich wieder was erleben. Also, was genau machen wir jetzt gerade? Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Popoberge und das erste träumende Wesen zu finden. Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sicheren, gut beleuchteten Straßen? Draußen im Wald kampieren unter weitgehend wolkenlosem Himmel? Potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf riskanten Bergpfaden entgegentreten? Ich würde sagen, Letzteres wäre im Bereich des Möglichen. Oh, toll! Ganz große Klasse! Ich bereue es jetzt schon. Gibt es einen Plan oder flattern wir einfach so ins Blaue? Kommt drauf an. Gibt es die Rebellen noch? Ich habe von Rebellen reden hören, ja. Meist waren davor ein paar Flüche zu vernehmen und danach wurde lautstark gefordert, es sollten Kehlen aufgeschlitzt werden und Köpfe rollen. Dann wäre das unser Plan. Finden wir die Rebellen. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden könnten? Ich bin erst ein, zwei Monate wieder da und war meist mit Nisten beschäftigt. Also, nein, keine Ahnung. Toll. Warte mal, Nisten? War das nicht etwas, das nur... Stopp! Machen wir an dieser Stelle einen Punkt und reden wir nie wieder darüber, Was ist das? Das Journeyman ist geschlossen, doch Gäste und Gratulanten sind im Rooster and Kitten herzlich willkommen. Auf der Alrede-Allee in der Nähe des Südtors. Und hier ist ein Bild von Rooster and Kitten. Soll wohl ein Gockel und ein Kätzchen sein. Genau. Eine Muschi reitet auf einem Piepan. Ich meine, ein Kätzchen. Auf einem Piep... einem Gockelhahn. Spinn ich jetzt oder ist das... Spinnst nicht, Krähe. Gut, gut, gut. Tja, wenn's denn der Wahrheitsfindung dient. Auf zum Piepan. Zum Rooster and Kitten. Das ist verrückt. Ich bin wirklich, wirklich hier. Und ich erinnere mich an alles. Naja, ich erinnere mich an manches. Vieles sieht doch etwas anders aus. Ich muss sagen, ich werde aber weißt du was? Wow, ich bin zurück.
Und es war doch kein abgedrehter Komatraum. Seht hin! Fürchtet ihn, den Feind, denn er ist nahe. Er ist überall. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses... Ich muss zugeben, ich bin ziemlich erleichtert, dass es jetzt weniger Zauberei gibt. Macht das Leben ein bisschen berechenbarer. Ihr wisst nicht, was ihr da redet. Wie bitte? Das ist, als würdet ihr sagen, ihr seid... Also, was haltet ihr von diesem Kerl Hilleris? Der Typ von der Nationalen Front? Die Asari erinnern mich an das Ei. Faschistische Soldaten sind überall gleich. Selbst über Paralleldimensionen hinweg. Spielt doch gar keine Rolle mehr. Och, ich muss zugeben, dass ich schon ganz gespannt darauf bin, ihr neumodisches Rohrnetz in Betrieb zu erleben. Wann findet diese Zeremonie nochmal statt? Nettes Ding. Braver Junge oder braves Mädchen. Der Nationalen Front. Vermutlich. Also, wie läuft das Geschäft? Überall für ziemlich gut. Ich meine, das Erntefest ist immer eine tolle Zeit für mich. Das Rooster and Kitten. Das ist meine erste Station. Hoffentlich weiß hier irgendjemand was über den Widerstand. Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Ich gehe rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf. Oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich werde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Starr mich nicht so an. Tu ich nicht. Ich gehe jetzt da rein. Das muss Ulvik sein, der immer Durstige. Er sieht wirklich aus, als könne er eine Menge trinken. Willkommen im Rooster and Kitten. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Ich muss mir einfach was einfallen lassen. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Sag was, sag irgendwas. Aus dem Westen. Einfach westwärts. Und dann ganz weit. Was? Aus Asadia? Weiter links. Westlich. Weiter westlich. Ich dachte, weiter westlich ist gar nicht möglich. Dass Asadia so weit im Westen ist, wie es nur geht, bevor es wieder Osten wird. Stimmt. Naja, also aus dem Osten. Aber... Auf dem Weg durch den Westen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber ich habe natürlich so manches auf meinen Reisen noch nicht gesehen. Wie heißt dieses Land?
Amerika, Nada. Amerika, Nada? Yep, süßes Heim, Amerika, Nada, allein. Also, was darf's heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Kneipierismus. Zu trinken? Wie, was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? Bier. Was in der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Habt ihr was Kaltes, Sprudelndes? Kalt? Sprudelnd? Hä? Mein Bier ist warm, schal und bitter. Davon könnt ihr ein Glas haben. Ich, sicher, ja. Warum nicht? Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht, nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und, tja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also, womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Bislang hat diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Mal hier war. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Wenig mit dieser Kneipe. War das hier früher nicht das, Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel. Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja, Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet, damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist, wie meine Kundschaft mich sehen soll. Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's Neues? Eurem Alter nach... Verzeiht, ich wollte mir nicht anmaßen. Vielleicht ist euer letzter Besuch noch gar nicht so lange her. Oh, mindestens 1,5 Jahre. Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Sie haben das Ghetto niedergebrannt und viele Nichtmenschen auf die Inseln verfrachtet. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist überall. Niemand weiß, wozu es dient, aber es ist da. Angeblich soll es für Effizienz sorgen. Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis zur großen Zeremonie nächste Woche abgesperrt, aber ein beeindruckendes Gebäude. Das höchste im ganzen Nordland, sagen sie. Es findet irgendein Fest statt. Erntemond? Ich höre ständig vom Erntemond, dem Fest der... Ich dachte, ihr wärt deswegen nach Makuria gekommen. Ja, bin ich. Deswegen bin ich gekommen, nach Makuria. Aber könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen? Ich bin nicht die ganze Literatur durchgegangen, bevor ich gebucht habe und, naja... Es ist unser Erntefest. Es findet statt, wenn die Bauern ihre Erzeugnisse auf die Märkte der Stadt bringen. Wir feiern diesen Anlass ausgelassen einen ganzen Monat lang. Das Ganze gipfelt in den Festlichkeiten zur Erntemondnacht.
Damit danken wir der Erde und dem Himmel, dem Gleichgewicht, den Göttern und Göttinnen, dass sie uns Nahrung für die folgenden dunklen Monate gegeben haben. Und es ist eine tolle Ausrede dafür, so viel zu essen und zu trinken, wie man nur kann. Er hat etwas von einer Zeremonie am Turm. Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Früher gab es ja... Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt steigen lassen. Bislang habe ich nur Menschen... Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Bislang... Wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier. Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort, repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser, da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Auf dem Weg, er hat... Was hat es mit der großen Zeremonie auf sich? Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Ich schätze, Sie werden uns bei der Gelegenheit erklären, inwiefern zukünftig für Effizienz gesorgt wird. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Erntemonds. Vermutlich dachte die Abgesandte, es würde zu den Feierlichkeiten beitragen. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Makurier keinen großen Unterschied machen. Wir werden trotzdem zu viel essen, zu viel trinken und bei Sonnenaufgang im Rinnstein wegduseln. Ich meine, es ist Tradition. Und Traditionen muss man ehren. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten... Ich frage mich, wo... Haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind... was Traditionelles. Aber man sieht sie nicht gern. Wisst ihr... Heutzutage sind sie mehr ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Draikin. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Auf dem Weg hier, leiten die Asadi noch immer die Stadt? Oh, das tun sie nicht. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Sie ist eine Beraterin. Ihr Rat ist unbezahlbar, von großem Wert. Für uns alle. Klingt nach einer guten Übereinkunft. Und die Soldaten überall? Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sorgen dafür, dass wir sicher sind. Vor Feinden von außen und innen. Vor Rebellen, Terroristen und dergleichen. Falls... Was wisst ihr über... den Widerstand? Ihr wisst schon, die Rebellen, die Rebellenbewegung. Den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, klar. Tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt, drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür. Sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt. Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Ich habe eine Spur zum Widerstand. Während ich ihr nachgehe, möchte ich, dass du etwas erledigst. Eine Mission. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein, ist auch gelogen. Ich wollte bloß immer ein Edward sein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Und zwar aus der Vogelperspektive. Versuchst du etwa, mich loszuwerden, Zoe? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn du von da oben aus auf mich aufpasst, während ich hier unten dieser Spur folge.
Ich fühle ein Schwellen im Brustkorb und das kann nur eins bedeuten. Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich werde stolz heucheln, wenn du es so haben willst. Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Omino Rex! Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Ich meine, das Erntefest ist immer eine tolle Zeit. Doch, ich muss zugeben, dass ich schon ganz gespannt darauf bin, ihr neuen. Diese Rohre sind überall. Ich bin sicher, dass es sie letztes Mal hier noch nicht gab. Doch, ich muss zugeben, dass ich schon ganz gespannt darauf. Ohne die Magischen wirkt alles ganz schön zu verkehrt.
Ich sehe kaum noch Dorari oder Sith auf den Schirmen. Und die exotischeren Völker kann man ganz anders. Es ist niemand zu Hause. Hallo, ich bin hier wegen der Bibliothek. Ich weiß, das ist ein komischer Begrüßungssatz, aber jemand hat mir gesagt, das sei... Na gut, das heißt wohl, dass wir reingehen. Hermie weiß es. Weiß was genau? Dass Kian noch lebt. Und der Schatten weiß, was er dem General sonst noch erzählt hat. Sie haben geredet? Meine Leute haben gesehen, wie der General den Maschinenraum an den Grünanlagen betrat. Alvane wurde kurz darauf beim Verlassen des Hauses entdeckt. Sie waren da drin allein mit einem der Techniker. Ferdus ist sein Name, glaube ich. Er ist nirgends aufzutreiben. Hermie muss ihn irgendwo verwahrt haben. Ein Zeugen. Er weiß also, dass du ihn belogen hast. Noch wird er dir das nicht vorhalten. Nicht, bis er weiß, warum und was wir vorhaben. Ja, Hermie ist schlau wie eine Felsenschlange und doppelt so tödlich. Wir müssen ihn loswerden. Mutter Utana auch. Er hat es ihr sicher gesagt. Die sind wie Pech und Schwefel. Die einzige Frage ist, ob sie die Erste informiert haben. Nicht ohne weitere Beweise. Noch ist Zeit. Ihr redet von einem Mordanschlag. Willst du was anderes empfehlen? Wir haben schon lange Grenzen überschritten, Vemmen. Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann nicht einfach in Hermies Gemach spazieren und ihm die Kehle durchschneiden. Es muss wie ein Unfall aussehen. Die Zeremonie. Sie findet erst in einer Woche statt. Wir können es uns nicht leisten zu warten. Wir können es uns nicht leisten, die Sache zu überstürzen. Bis er konkrete Beweise für unseren Verrat hat, wird der General seine Untersuchungen fortführen. Also die Zeremonie. Wir töten beide und lassen es wie das Werk des Widerstands aussehen. Aber für den Fall, dass er vorher handelt, muss ich bereit sein. Ich muss jene informieren, deren Treue zu... Psst. Komm her, mein Liebling. Keine Sorge. Wir werden das überleben. Wir überleben immer. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Der Apparat wird unser sein. Das Nordland wird unser sein. Die Leute des Generals werden sich nach Asadia zurückziehen. Der Rat wird keinen weiteren Feldzug beginnen. Das kann er sich nicht leisten. Ihm fehlt die Unterstützung des Volkes. Und dann, endlich, werden wir triumphierend mit dem Licht der Göttin zurückkehren und unsere Feinde vernichten. Wir herrschen über Asadia, wie schon immer geplant. Wir werden nicht scheitern, Liebster. Ich werde Kaiserin sein und du mein oberster Kommandant. Das ist der Wille der Göttin. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß es. Thank you.
Was ist das für ein Ort? Wohin bringt ihr mich? Kann jemand bitte mal was sagen? Ihr seid der Widerstand, stimmt's? Wisst ihr, statt mich zu entführen, hättet ihr auch einfach nett fragen können. Ich wäre mit euch gekommen. Ich wollte mit euch kommen. Immer noch kein Wort? Na schön. Bringt mich zu eurem Anführer. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die Hirtin hat zu tun. Sie wird später mit dir reden. Jetzt sprecht ihr also doch mit mir. Gut. Ich möchte... Moment mal. An den Mann erinnere ich mich. Ist das nicht... Hör auf zu reden und geh weiter. Aber ich kenne ihn. Halt den Mund. Auf keinen Fall. Nein. Ihr könnt Makuria jetzt nicht verlassen. Wenn ihr nach GN reist... Was, wenn sie euch entdecken? Sie werden euch töten. Dann töten sie mich eben. Die Risiken sind mir bewusst, Eno. Ich weiß, dass ihr ihn beschützen wollt. Und das ist lobenswert. Aber er ist ein einzelnes Kind. Wenn ihr umkommt, was machen wir dann? Ihr macht weiter. Ihr seid jetzt stärker. Ihr könnt gegen sie kämpfen. Ihr wisst, dass das nicht stimmt. Der General hat weitere Truppen aus Asadia mitgebracht. Unsere Lage ist heikel. Ich werde mit ihm gehen und dafür sorgen, dass er am Leben bleibt. Was? Das werdet ihr nicht? Und wir verlieren euch beide? Wir hatten Glück, nicht noch mehr Leute zu verlieren, als die Altstadt brannte. Seitdem sind wir ständig in der Defensive. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Asadi ihren entscheidenden Schlag gegen uns führen. Jungs, ein Sittling-Schulmädchen könnte nicht weichherziger sein als ich. Und Bib ist auch mein Freund. Aber ich stimme der Hirtin zu. Wir können es nicht riskieren. Ich meine, wir haben nicht mal mehr einen Heiler. Wie lange soll Naane noch in dieser Zelle schmoren? Bis sie zu Staub zerfällt. Sie hat uns verraten. Weißt du was? Ich habe dieses Gerede von Verrat hier, Heimtücke dort, sowas von satt. Wir verschwenden unsere Zeit, damit einander zu bekämpfen, statt dass... Es geht nicht nur um den Jungen. Wenn ich nach GN reise, zu den Lagern, werde ich Beweise für das finden, was sie den Magischen antun. Und wenn General Hami und Mutter Utana die Wahrheit darüber erfahren, was sie mit unschuldigen Kreaturen machen, werden sie vielleicht... Ihr habt bewiesen, dass ihr die Magischen als Personen seht. Diese Einstellung sollte sich jetzt in euren Worten spiegeln. Personen, Unschuldige, Frauen, Kinder, die Schutzlosen. Wenn Hami und Utana die Wahrheit erfahren, könnte das zu einem Sinneswandel führen. Vielleicht entziehen sie ihre Unterstützung. Wir können diesen Krieg nicht allein gewinnen. Vemin und Sahir sind zu stark. Mit Hamis Leuten auf ihrer Seite werden sie unschlagbar sein. Aber wenn wir diese Unterstützung kappen, steigen unsere Chancen. Selbst wenn Hami sich nicht auf unsere Seite schlägt. Bringt mich zum Bleiben und wir zögern nur das Unvermeidliche hinaus. Lasst mich gehen und wir könnten diesen Krieg gewinnen. Ihr macht es mir als Anführerin nicht leicht, Kien. Aber vielleicht ist es an der Zeit, euch die Entscheidungen zu überlassen. Nun gut, ich werde euch nicht davon abhalten. Mir gefällt das kein bisschen. Wann wollt ihr aufbrechen? Jetzt gleich, falls ich mich an Bord eines Wolkenschiffs schleichen kann, das heute Nacht zu den Inseln fliegt. Uns bleibt also nicht viel Zeit. Tja, dann will ich euch nicht im Weg stehen. Geht und seid ein Held oder was auch immer.